So, meine lieben Instant Gaming Freunde da draußen, heute mal wieder was für unsere Sparfüchse. Wir hatten ja schon mal ein Video über 10 Euro Games. Heute soll es um Spiele gehen mit 5 Euro. Und das sind natürlich Spiele, die vielleicht von Indie-Entwicklern kommen oder auch schon ein bisschen älter sind, aber es sind auf jeden Fall echt gute Spiele dabei. Also nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, los geht's! Wir schauen auch gleich mal rein. Das erste Spiel ist Human Fall Flat. Ganz, ganz spezifischer Name, ist aber ein sehr, sehr cooler Plattformer. Ist, finde ich persönlich, ein ganz, ganz eigener Grafikstil, der hier zum Tragen kommt. Aber ich glaube, die Bewertungen dieses Spiels sprechen für sich. Und wenn ihr auch mal auf den Preis guckt und das Spiel euch anspricht, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Und ich denke, bei dem Preis kann man vielleicht auch mal drüber hinwegsehen, dass es noch ein, zwei Dinge gibt, die ein bisschen störend sind. Unser nächstes Spiel auf der Liste ist Payday 2. Für alle Hobby-Bankräuber da draußen ist das natürlich das richtige Spiel und auch in dem Preissegment sollte man nicht lange überlegen, wenn ihr auf Banküberfälle mit euren kooperativen Kumpels steht oder auch euch einfach mal ins Gefecht geben wollt. Das Ding ist auf jeden Fall das Richtige dafür. Unser nächstes Spiel auf der Liste ist das klassische Doom. Ein richtig cooles Spiel für die da draußen, die Doom noch nicht kennen. Warum kennt ihr Doom nicht? Nein, Spaß. Schaut auf jeden Fall mal rein. Doom ist ein sehr, sehr cooles Shooter-Game. Für die Mutter aller Shooter würde ich schon fast sagen, ist es das perfekte Ding. Mittlerweile gibt es ja auch schon einen neuen Teil, aber für die, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben, auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Unser nächstes Spiel ist The Escapist. Im Epic Store, wenn man da drüber liest, sieht man ganz, ganz klar, plane, schleiche, entkomme. Und ich finde, das beschreibt das Spiel auch sehr, sehr gut. Ein eigener Grafikstil. Man muss gucken, dass man aus dem Gefängnis ausbricht mit seinen Insassen. Sehr, sehr cooles Ding. Gibt es mittlerweile auch schon den zweiten Teil. Wenn ihr noch nicht reingeguckt habt, ist es auf jeden Fall einen Blick wert, weil der erste Teil sehr, sehr günstig und erschwinglich ist. Unser nächstes Spiel auf der Liste ist Darkest Dungeon. Es ist wohl eins der anspruchsvolleren Rollenspiele mit Roguelike-Charakter. Auch einen sehr, sehr coolen Grafikstil, wie ich persönlich finde. Aber ist es natürlich auch nichts für schwache Nerven, weil das Ding ist knüppelhart, wie ich persönlich finde. Und man muss gute Nerven haben. Aber für die Dark Souls etc. Roguelike erprüften Leute da draußen wird es auf jeden Fall einen Blick wert sein, vor allem um diesen Preis. Unser vorletztes Spiel auf der Liste ist ein echtzeitbasierendes Globalstrategiespiel, das im Weltall spielt. Es heißt Stellaris. Ist auf jeden Fall ein Spiel für die Leute da draußen, die sagen, das ist genau das, wonach ich schon lange gesucht habe. Sehr, sehr komplexe Dinge, die da dahinter stecken. Und für den Preis kann man auf jeden Fall natürlich auch überlegen, ob man sich das Spiel mal anguckt. Zu guter Letzt auf unserer Liste ist ein Spiel, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, das ist ein Pflichtkauf, meine lieben Freunde. Und zwar ist es Batman Arkham Knight Premium Edition. Arkham Knight ist wirklich eines der besten Batman-Spiele, wenn nicht überhaupt das beste Batman-Spiel, das ich gespielt habe. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, die gesamte Batman-Reihe ist schon sehr cool. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es irgendeinen Favorite-Teil, aber wenn es dann der ist, wäre es der. Für mich ein ganz, ganz tolles Spiel und ich kann es auch nicht erwarten, bis auf der neuen Konsole dann neue Batman-Teile rauskommen. Bin ich echt gespannt. Wenn ihr das noch nicht habt, auf jeden Fall ab in die Bibliothek damit. Das waren unsere Spiele unter 5 Euro, meine lieben Freunde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eins dieser Spiele bereits schon gekauft habt. Wenn ja, was denkt ihr über diese Spiele? Wenn nein, schreibt mir mal, vielleicht war ein Spiel dabei, von dem ihr noch gar nichts gehört habt und von dem ihr jetzt einfach mal ein bisschen mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Video, euer Basti. Tschaußen!